Willkommen zu Star Citizen. Ich bin doch tatsächlich auf der Grimex hier erwacht. Aber ich muss euch mitteilen, dass ich die ersten paar Sätze nachvertont habe, denn es fehlt eine Folge. Ich hatte so massive Synchronisationsprobleme, dass ich sie einfach nicht hochladen konnte. Ja, jetzt ist es halt so, dass diese eine Folge euch fehlt und ich in diesem Beitrag immer wieder ein bisschen Bezug darauf nehme. Also wundert euch nicht. Aber vom Inhalt her mache ich quasi in der jetzigen Folge das Gleiche, was ich auch in der fehlenden Folge gemacht habe. Also da bitte ich um Entschuldigung und ich bin weiter am Suchen, wo das Problem nun liegt. Also ich wünsche euch viel Spaß dabei und seht mir das bitte nach. Ja, in der letzten Folge hat es mich ja auf Jela zerbröselt. Da hatte ich das irgendwie mit dem Helm nicht geschafft. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin dann erwacht und konnte die Taste H, und da hatte ich das ja drauf belegt, auch gar nicht mehr drücken. Ich musste das dann über das Mobiglas wieder machen. Und ja, ich bin schon sehr interessiert herauszufinden, ob man diese kleinen Steine nicht aufheben kann. Deshalb bin ich jetzt hier mal kurz in Grimex in diesen Rüstungsladen gegangen, habe mir mal eben kurz eine Rüstung, so eine billige Rüstung zusammengestellt. Die Hose von dieser Clash-Rüstung finde ich ganz gut und die Arme auch. Den Torso habe ich mal einen anderen genommen. Und der Torso hat halt 10.000 Personal Unit Platz, sage ich mal so, ja. Das heißt, ich könnte zumindest, wenn es denn klappt, ein paar Steine aufsammeln. Für mehr reicht es erstmal nicht, aber das soll es erstmal sein. Und wenn ihr hier den Klamottenladen habt und geradeaus weitergeht, dann kommt ihr in diesen neuen Bereich der Grimex, wo dieses Art Wettbüro, diese Wetten- und Racing-Geschichten laufen. Da gibt es dann irgendwann hier mal Scramble Race und hier Wettbüro-Schalter und ein VIP-Lounge obendrauf und man kann dann hier sich das Ganze auch ansehen und wohl so ein bisschen verfolgen. Keine Ahnung, wie sie das dann umsetzen werden. Jedenfalls vor dieser Scheibe war ich mit der Kerk schon mal, als ich den Parkplatz gesucht habe und habe ihn nicht gefunden. Das war diese Scheibe. Nun gut, ich bin ja hier auf der Grimex erwacht und war schon unten und habe mir die Prospector wieder geclaimt. Das dauert ja auch immer so ein bisschen. Von daher dürfte die jetzt durch sein, dass wir das Ganze nochmal antesten, denn das interessiert mich jetzt schon wirklich. Also zerbröseln konnte ich den ja, den Stein. Und vielleicht kann ich diese kleinen Diamantenbrocken, diese 100% Diamantenbrocken gar nicht aufsammeln. Muss ich dann persönlich raus und das Zeug aufsammeln, aber das würde man ja auch machen, weil das ist ja 100% reines Gestein. Und wie lange bist du mit dem Mining-Tool dabei, solche Sachen aufzubrechen? Das ging ja mit der Prospector ratzfatz und der ganze Boden lag da voll, ne? Und das ist halt eine Sache, die ich nochmal checken will. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Hangar 2. Und die andere Sache, die ich checken will, ist halt ganz normales Mining, ne? Je nachdem, was wir dann zuerst finden. Aber was jetzt wichtig ist an dieser Stelle, ich habe ja zweimal eine Prospector, ist in der richtigen auch der Hofstede Mining Laser drin? Das ist die Frage. Deshalb gehe ich davon aus, Read Only wird schon das Ding sein und hier ist er ja verbaut. Okay, alles klar. Gut, dann nix wie raus. Ich gucke immer rechts, man ist ja so gewöhnt. Ne? Jetzt hat ein Linkshänder hier das Teil hier angebaut. Er hat es natürlich links angebaut, würde ich ja dann auch tun. Jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. So, je länger das dauert, umso eher hat man vergessen, wo man hin muss. Hangar 2. Okay. Sieht ganz gut aus, eine Menge NPCs laufen hier durcheinander. Ah ja, der Kumpel da vorne, der da immer vorne sitzt hier, bei der beim Auslass, hätte ich beinahe gesagt, beim Ausgang, ne? Der ist im Krankenhaus. In diesem Mariah Hospital of Area 18, glaube ich. Ja, er wollte nicht hören, ne? Die Truster, die haben es dann gut gemeint mit ihm. Verbrennung dritten Grades. Hier sitzt ja schon wieder einer. Wenn ihr es nicht lernen wollt, ne? Dann müsst ihr durch.
So, Mesk, was kannst du mir today Gutes tun? Lass mich einfach hier schön raus. Das wird mir Freude bereiten, wenn das jetzt hier alles glatt geht. So, die Vitol-Taste schalten wir gleich mal eben um. Und Anmerkung an mich selbst, vergiss sie nachher nicht wieder umzudrehen. Tu dir den Gefallen, vergiss es nicht. Da wollen wir hin. Ja, und diesmal können wir ja direkt, ja, wir müssen erst noch mal Jela anspringen und dann werden wir direkt auf die Oberfläche uns einen Platz suchen, einen Punkt suchen, wo wir eben kurz hinspringen können. Das dreht immer so schrecklich ab. Wir wollen natürlich auf die schöne Seite. Ganz, ganz klar. Jetzt müssen wir halt wieder rausfinden. Wo ist die schöne Seite? Nehmen wir mal. Ja, es ist aber auch ziemlich weit unten. Ne? Wir versuchen es mal. Sehr schön. Jetzt wäre es toll, wenn du mich noch eindrehen lässt. Machst das automatisch? Ja, macht er nicht ganz automatisch. Schade eigentlich. Er müsste es eigentlich so komfortabel schon irgendwie machen. Ne? So, wir sind jetzt Höhe 5000. Anmerkung an mich. Drücke bitte J. Na, da weiß ich auch nicht, ob ich da fünfmal drücken muss. Nein, einmal reicht. Und dann zaghaft. In der letzten Folge habt ihr es ja gesehen, haben wir gerade so die Kurve gekriegt. Das dürfen wir jetzt auch nicht überreizen. Da muss man sich an die neuen Gegebenheiten erstmal gewöhnen. So, wir pengen mal. Und ich sag mal so, egal was kommt, wir nehmen das jetzt. Ist es das kleine Zeug für den Mining Buggy oder ist es das große Zeug für die Prospector? Ist uns beides recht. Und wenn ich mir das anschaue, wie detailliert das aussieht, wie scharf, ich hoffe, es kommt auch so bei euch rüber und YouTube verhunzt das nicht so. Es ist wirklich scharf. Richtig detailliert. Ist richtig, richtig schön. Ich muss mal gucken, dass ich mir da nicht zu viel Feuer gebe. Das kann ich nicht mehr erbremsen hier. Okay, okay. Schön. Ja, von der Geschwindigkeit, da bin ich jetzt also ein bisschen vorsichtig. Gebranntes Kind, ne? Ich weiß nicht, wie schnell ich da dann tatsächlich wieder zum Stillstand komme und ob ich da nicht nach unten gezogen werde. Gerade die Prospector ist ja jetzt ein bisschen anders zu fliegen, als man das noch gewohnt war.
Das ist auch komisch, dass das Dreieck dann immer wandert. Also so mein Gefühl sagt mir, das könnte auch ein Stein sein hier. Ah, liege ich wohl falsch, ne? Ja, okay, aber ja. Jetzt haben wir natürlich das andere auch verloren, ne? Versuche nur mal ganz kurz runter zu bremsen und mich immer ganz sachte umzudrehen, denn da wird ja links unten ein Steinchen angezeigt. Warum soll man den... das war doch der, ne? Das war der! Ich wusste es doch als alter Miner. Ist da schon ein Blick für... So, dann scannen wir das. Tu mal deinen... Ja, Diamanten, und das ist natürlich ja, nicht so das, was wir so wollen. Wir wollen halt schauen, Wie spielt sich's, ja? Gut, also ich mache jetzt mal nichts. Einfach nur, um zu sehen, ob wir in der Luft, also in der Atmosphäre hier stehen können. Oder ob wir nach unten, ob ich immer dagegen halten muss. Nein, ich brauche jetzt also nicht dagegen halten. Kann also mit der Vor- und Zurück-Taste mich etwas annähern. Wir wissen ja, Hufstede muss näher ran. Das haben wir ja schon mal gelernt. Da müssen wir schon ordentlich ran, bevor wir da auch Gas geben können. Wir können es nämlich hier auch sehen, wenn man es denn sieht, dass wir noch gar nicht richtig dran sind. Ja, ja, man kann es erahnen. Also wir sind noch gar nicht richtig dran. Jetzt würden wir dann auch... Genau, ja, so nah muss man da schon ran mit den Dingen. Und wenn wir jetzt ein bisschen aufleveln, können wir immer noch ein bisschen näher rangehen. Eine Masse von 5000 sollte man mit dem Hufstede eigentlich ganz normal... Ah ja, jetzt sehen wir auch hier vorne das Feedback. Sich gar nichts rein. Aber ich brauche nicht immer nach oben ziehen. Ich kann einfach justieren. Ein bisschen komisch. Ja, nochmal kurz gucken, wie wir hin. Der Power wäre schon richtig. Vielleicht können wir hier wieder nicht an. Ah, will er wieder nicht. Ja, erstaunlich. Also bin ich hier ein bisschen überrascht, denn ich konnte mit dem Hufstede sonst alles Mögliche knacken. Das war gar kein Problem. Aber ihr seht, hier gibt es auch ordentlich Bugs, ne? Mann.
Ist das so gewollt? Wegen der hohen Instabilität? Ja, ich glaube nicht, dass das so normal ist. Das kann man sich nicht irgendwie erklären. Auch in der Zukunft muss es so sein, dass man eine klare Anzeige kriegt hier und so ein Flackern. Das ist ja unschön. Habt ihr da eine Erklärung für, ist es ein Bug? Ist es schon berichtet? Ach, das macht ja so, das macht einen ja, das ist ja Kopfschmerzen. Aber der Energy Level steigt und man könnte ihn auch so, denke ich, knacken. Das wollen wir auch tun. Um dann zu sehen, ob in dem grünen Bereich das Flackern weggeht. Nein. Nee, gerade. Zu früh gefreut. Geht also auch nicht weg. Ich mache das Ganze nochmal aus. Und dann flackert das ja auch immer noch. Mache ich es nochmal wieder an. Okay, was haben wir hier? Also das liegt ja komplett im Argen hier, das Mining. Da sind Diamanten drin, das wollte ich nur wissen, den knacken wir nochmal und dann ist es gut. Das kann man ja nicht mit ansehen hier. Ich scanne noch gar nichts, ich bin das. Server, wa? Server, Achtung, Explosion. Komm schon, eine Sache will ich doch zumindest aufsaugen. Dann machen wir es halt anders. 100% Diamanten sind geradeaus voraus. Ja, jetzt geht's auch. Da habe ich keine Lust. Ich versuche es nochmal an einem anderen. Da wirst du ja irre bei. Aber ich kann
einigermaßen angenehm die Höhe halten auf Jela und mich mit den Pfeiltasten positionieren. Die Höhe geht sehr, sehr angenehm und ich falle nicht runter. Einzig und alleine die Geschwindigkeit ist ein Problem. Dass man schnell genug zum Stehen kommt und die Prospektor abfängt, das ist ein Problem. Also da muss man sich umgewöhnen, da muss man noch mehr Zeit mitbringen. Oder man hat es irgendwann drauf, das klar kann ja auch sein. Aber ich glaube, das ist so gewollt. Das ist so gewollt, dass man nicht zu schnell zu viel Gewinn macht. Denn der Mining Buggy muss ja auch noch sich irgendwo einsortieren. Die wollen ja alle ihren Platz haben und zu viel Kohle in zu schneller Zeit, das ist ja auch wahrscheinlich nicht gewünscht. Ja, auch wieder Diamanten und Quarz, na schön. Gold und Quarz, okay. Nee. Ich nehme jetzt nochmal 5 Minuten und versuche nochmal das andere zu finden. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Dass wir das zumindest noch mal ausprobieren können. Und ihr seht es hier, mit Drehen ist hier gar nichts, ne? Also da... Dass er dann aber auch nichts findet, dann, wenn er es schon anzeigt. Das Schiff hat es ja schon gefunden. Ich gucke jetzt ganz bewusst auf dieser flachen Ebene, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie die neuen Materialien eher auf einer flachen Ebene eingebaut haben, als in einer hügeligen, felsigen, bergigen Landschaft. Da kommt dieser Buggy gar nicht hin. Ja, das ist auch, scheint auch wieder ein großer zu sein hier. Ja, willkommen zurück. Ich hatte einen kleinen Cut gemacht. Ich habe ein bisschen gesucht, wollte die Folge da jetzt nicht verlängern. Ich habe jetzt gescannt und es werden mir tatsächlich diese Diamantensymbole angezeigt. Und zwar hier unten. Ja, wenn ich jetzt aus dem Bild rausgehe, dann habt ihr dieses blaue Diamantenzeichen. Und wenn ich, ich habe es noch nicht gescannt, aber ich denke, das ist wieder das, was wir vorhin schon mal, also in der letzten Folge schon mal hatten. Ich versuche es mal zu scannen. Dann ist es das Hadanit. Ja, schön. Das ist also das für den Mining Buggy. Gut, wir haben natürlich kein Buggy hier, wir haben aber einen anderen schönen Mining Laser. Und das ging letztes Jahr mal ja mit diesem kleinen Trick.
Lass das Ding ruhig explodieren, ist egal. Und wir müssen halt schauen, selbst bei 0% sind wir schon zu heiß, ja? Mit diesem Laser zumindest, vielleicht gehen da ganz andere Laser. Das wäre vielleicht noch mal eine Idee. So, wir müssen also in den grünen Bereich, dann gehen wir wieder raus, dann gehen wir wieder in den grünen Bereich, dann gehen wir wieder raus, warten, 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 warten. Er geht trotzdem weiter, weil er immer noch im grünen Bereich ist. Dann gehen wir wieder rein, warten, warten, warten. Gehen wieder rein, so leichte Überhitzung ist kein Problem. Dann dauert es eine Weile, bis er wieder runter geht. Dann gucken wir mal, sind wir schon bei 100%. Dann wird er explodieren. Tu mir den Gefallen, komm. Server, du weißt doch, er ist fällig. Server, bitte. Dann mal grad gucken, das Ding ist doch... Ja, es ist fällig, ne? So, wenn ihr jetzt seht, das Ding hier, das große Teil können wir nicht abbauen, aber da gibt es diese kleinen Mini-Dinger, diese Mini-Edelsteine. Also da sagt er mir ja gar nichts, das ist inert. Also dieser große Brocken, der übergeblieben ist, ist inert, was ja super ist, denn der ganze andere Rest ist pur. Von daher werde ich jetzt versuchen, das Ganze per Hand aufzusammeln. Und das ist wirklich jetzt die Frage, geht es? Ja? Es ist ja schon klein. Och Mann, warum tut ihr mir das immer an hier? Ich bin gelandet, habe das alles ausgemacht und er meint, er müsste hier... Den Helm habe ich diesmal an. Ist egal, wenn die jetzt drauf geht, die Prospektor, wenn die meint, ihr müsst hier rumzappeln. Ist jetzt auch wurscht. Fahr weg. So, wo bist du jetzt? Da. Ja, genau. Hier liegt dieser große, eirige Brocken. Und da unten liegen diese kleinen Dinger. Und wenn ich die jetzt, könnte ich sie stone. Dann stone wir die mal. Eins. Zwei. Komm, nicht carry, stone mir das Ding noch. Also so viel Platz hast du. Ja, gut. Dann müssen wir halt wieder den Umweg über das Carry machen, damit wir es dann tatsächlich stone können. Ja. Carry wieder zwischendurch. Ich habe ja nicht so viel Platz jetzt, ne? Ist klar. Ne? Also wenn man das also wirklich machen würde, würde man sich den dicksten Rucksack mitnehmen, den man findet, und würde sich noch einen zweiten Rucksack mit in die hier rein, in die Prospektor reintun. Und wenn ich jetzt, hier ist noch was, nehmen wir es doch mit, ne? So lange wie wir irgendwas stone können, nehmen wir es mit, mal kurz gucken. Da sind sie drin. 80% haben wir schon, aber da könnten wir so ein Steinchen mal immer mal so mitnehmen. Und wenn man noch mehr Klamotten im Schiff hat, dann lohnt sich das. Wir werden uns das angucken, ob das, ja, ich glaube, jetzt ist es voll, ne? Jetzt kannst du nicht mehr. Ja, dann nehmen wir ihn per Hand mit. Das Fahrwerk ist nicht draußen, das wird der Grund sein. Das ist dann mal wieder Anfängerfehler hoch 3. Aber die Prospektor, die kennt mich und die hält das aus. So, habe ich das Ding noch in der Hand, ja? Dann kann ich es doch placen, ne? Das Ding hebe ich mir auf, das... nee, nicht werfen, placen. Lege ich mir hier aufs Kopfkissen, so. Zack. Lass mich rein, lass mich abheben. Ich will den Gewinn nach Hause fahren. Ach, nächstes Mal dran denken. Nächstes Mal bitte daran denken. Ja, alles klar. Mein Fehler. Aber was machen wir nicht alles für die Wissenschaft? Gucken wir mal, ob wir, naja, wenn das direkt angeht, schneller.
Wir wollen zur Gremhex. Oh weia. Ich ahne Schreckliches. So, wir wählen jetzt hier einen schönen Austrittswinkel. Und stellen die Thruster um. Mehr Schub. Und verabschieden uns. Wir haben ein kleines Fähnchen gesteckt. Die Stelle haben wir uns gemerkt. Warum er hier die Leiter noch draußen hat. Weil es schön aussieht. Und wir haben die Stelle gemerkt und da fliegen wir dann wohl nicht mehr hin. So, jetzt können wir auch wieder ein bisschen mehr Gas geben. Raus aus der Atmosphäre. Und genießen nochmal. Machen wir es mal so. Nochmal einen kleinen Screenshot und genießen nochmal die schöne, scharfe Mondoberfläche. Haben sie richtig gut hingekriegt. Könnten sie von mir aus so lassen und sich anderen Themen zuwenden. Super! Ja, wenn Sie das System noch ein bisschen verbessern würden, wäre schön. Ein bisschen intelligenter. Haha, Grimmex, ich komme. Diesmal will ich es aber wissen. Bitte. Sei fair zu mir. Dann fahren wir schon mal das Gear aus. Da will er, da unten will er nicht, ne? Na gut, wenn du oben wenigstens willst, ist super. Wenn ihr jetzt mal rechts nach unten schaut, da wird das Diamantensymbol noch angezeigt. Nützt mir halt leider jetzt nichts mehr. Okay. Nein, immer noch nicht. Komm schon. Ihr wollt es doch auch. Wir wollen das einfach nicht. So, volle Konzentration. Da ist ein anderer Spieler hier, der mit seiner Constellation auch hier reinfliegen möchte.
Also da darf ich jetzt nicht. Das sehen wir doch alle gleich, ja? Normalerweise wären das die richtigen Pads. Er zeigt mir das aber doch hier hinten an, ja? Okay, dann, wenn ich jetzt hier anhalten kann, ja, dann können wir uns drauf einlassen. Also das ist eine schöne Sache. Hier runter, okay, da kann ich mitgehen. Der Marker passt, das ist alles super. Warum fällt der denn runter? Ach so, muss ich wieder die J-Taste drücken? Das Gear ist unten. Was habt ihr mit meiner Prospector gemacht? Die ist hier hinten verhakt. Zurück. Zurück, zurück, du hängst noch mit dem Fahrwerk. Dann J drücken. Will nicht. Er will einfach nicht. Dann geh doch runter. Ne, hat nichts für schwache Nerven. Dann müssen wir nachbessern, bitteschön. Man weiß nicht, wann er das mit der Enter-Taste nimmt. Wenn das Fahrwerk reagiert, weiß man nicht. Man weiß nicht, wann er Autoland akzeptiert. Und er hat zu schnell die Hangartore hinzugemacht. Da war ich ja noch halb mit der Kufe drauf. Das geht so auch nicht, ne? So, kurz orientieren. Ja, stellt sich jetzt die Frage, wo finde ich die Terminals? Ne, ich hatte noch nicht gedrückt, ich war gerade kurz abgelenkt.
Ich hoffe, sie sind immer noch an der gleichen Stelle. Das wäre nämlich super, sonst müsste ich wieder groß suchen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe ja die Prospektor mit, das kann man ja vom Wert her nicht zählen. Sind 3000. Okay, ist meine Rüstung, ne? Das nehmen wir mal. Check. Und wo ist mein Personal Dingsbums? Personal. Inventar. Sell. Lässt er nicht zu, ne? Adanit hat er da drin, 10 Stück. Kann ich hier nicht verkaufen. Aber er hat das Adanit hier drin. Nochmal kurz rüber gezwitscht. Jetzt geht der nicht mehr. Kommt jetzt ein 30.000er. Was denkst du? We're done here. Na, guck mal, die Anzeige, ohne dass ich davor stehe, da ist doch auch irgendwas nicht richtig. Ja, okay, da kann ich es jetzt nicht verkaufen. Habt ihr eine Idee, wo ich mein persönliches gemeinertes Zeug im Inventar verkaufen kann? Denn es Hadanit bleibt Hadanit. Verstehe ich jetzt nicht. Habt ihr eine Idee? Das wäre sehr freundlich, wenn ihr mir das nochmal in die Kommentare schreiben könntet. Ich habe es auch eingesteckt. Das waren die Kristalle, die müssten sich auch irgendwo verkaufen lassen. Sagt mir einfach nochmal, in welcher Konsole und was ich dann da auswählen müsste. Denn hier kann ich es nicht auswählen. Okay. Dann haben wir da auch schon einiges rausgefunden auch. Auch, dass wir mit der Prospektor diese neuen, wenn wir sie finden, diese neuen Gesteine auch abbauen können. Dass wir dann auch das 100%ige Hadanit zum Beispiel rausbrechen können und einsammeln können. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Und die anderen Gesteine mit der Prospektor zu minern geht eigentlich ganz gut. Man kann die Höhe halten, man kann auch das seitlich vor und zurück anpassen. Was nicht so gut geht, ist momentan das Minern als solches. Da scheinen noch einige Bugs zu sein. Das macht so keinen Spaß, habt ihr mitbekommen. Aber das haben wir jetzt eigentlich schon mal so ein bisschen antesten können. Da müssen sie noch weiter dran arbeiten. Bin ein bisschen beruhigter, weil ich halt gesehen habe, mit der Prospektor habe ich einige Gerüchte gehört, dass das überhaupt nicht mehr so schön sein soll. Aber das geht. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in Star Citizen.